tut er daran schmücken. Weil er muss jetzt eben genauestens jedes Blatt untersuchen auf den Giftgehalt. Dass er sich eben dann nicht aus Versehen mit dem Eukalyptus kann vergiften. Also der Geruchssinn ist wahnsinnig gut ausgeprägt bei den Koalas. Sie hören auch relativ gut und darum eben auch, wo unsere Bitte hat, also wenn wir da im Haus sind, möglichst den Geräuschpegel auch ein bisschen dämpfen können, weil sie sind recht lärmempfindliche Koalas. Das heisst, sie hören relativ gut mit ihren grossen Ohren. Sie tun dafür nicht so gut sehen. Also der Sehsinn ist nicht so gut ausgeprägt bei den Koalas, aber eben durch das schmecken sie wahnsinnig gut. Wir haben hier zwei Halbbrüder, wenn es euch noch interessiert, ein bisschen mehr noch über das Tier selber zu erfahren. Wir haben hier zwei Halbbrüder, wie gesagt, der eine heisst Milo und der andere ist der Mikey. Und die zwei Halbbrüder, die sind um die 2 Jahre alt, sind also noch relativ junge Koalas. Sie werden aber jetzt dann geschlechtsreif. Also bei den Koalas sagt man, dass sie mit etwa 2 Jahren geschlechtsreif werden. Jetzt fährt man aber noch das Weibli. Im Moment ist es ein Männer-WG, die die zwei hier haben miteinander. Sie kommen auch recht gut aus miteinander, die zwei. Also man sieht es manchmal auch ganz nah nebeneinander hückeln. Aber ist klar, oder, für die Fortpflanzung braucht es natürlich dann ein Weibli. Und es ist geplant, dass wir auch noch Weibli werden überkommen in der nächsten Zukunft. Also es ist geplant, dass die zwei nicht allein bleiben. Und dann wäre es natürlich wahnsinnig schön, wenn man dann plötzlich eigene Nachzuchten hätte. Also wenn man dann wirklich Zürich-Koalas hätte. Das wäre natürlich dann eine unglaublich grosse Freude da für uns. Und das wäre es von meiner Seite. Ich könnte euch noch viel, viel mehr erzählen über die Tiere und ich bin auch noch einen Moment da, wenn euch noch etwas interessiert, wenn ihr noch Fragen habt, aber ich glaube, ich lasse euch jetzt am besten einfach selber noch ein bisschen zuschauen und den Koalas zuschauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Danke vielmals und auf Wiedersehen miteinander. Danke schön.